Oh, das ist wunderbar und nicht nur auf einer. Halt die Klappe. Alles Liebe zum Hochzeitstag, mein Schatz. Wünsche ich dir auch, Baby. Oh Mann, ich möchte sie auf der Stelle mit dir treiben, vor sämtlichen Leuten. Ich muss leider den Kuchen fertig machen, weil um 2 Uhr die Gäste kommen und es ist schon 20 vor. Wo du das gerade erwähnst, könntest du mir vielleicht noch mal die kleine Sensation zeigen, die ich dir geschenkt habe? 13.37 Uhr. Ist das nicht einfach niedlich? Ist ein Ring, ist eine Uhr, ist ein Ring, ist eine Uhr. Ich kenne den Trick, Schatz. Ist ein Ring. Jetzt hör endlich auf. Mach lieber was Sinnvolles und hol mal die Sektflöten aus dem Vertigo. Okay, dünne Gläser, Schrank mit Aufbau. Oh, alles klar. Und, wie sehe ich aus? Oh, toll. Ich habe gedacht, eure Party braucht ein optisches Highlight, deswegen gehe ich als Nautica. Wirklich genial, Dad. Ist das die Gästeliste? Ja, Dad. Joe Garver? Ihr habt Joe Garver eingeladen? Ja, Dad. Du weißt, was er auf eurem Hochzeitsfest gemacht hat. 3 gefüllte Eier waren nur noch da. Und wie viel hat er gegessen? Sag's mir. 3, dieser selbstsüchtige Bastard. Ja, exakt. Aber heute ist der Tag der Abrechnung. Heute werde ich dir heimzahlen! Hör zu, Dad, ich hätte eine Bitte. Dies ist unser Hochzeitstag und wir möchten fröhlich feiern. Wäre es zu viel verlangt, wenn du unsere Gäste weder zusammenschlägst noch strangulierst oder ähnliches? Ich tue doch alles für mein Danke. Baby. Es sei denn, Garver zieht wieder so eine Nummer mit den Eiern ab. Dann fließt Blut! Euch das an. Zu ein Ring auf eine Uhr. So ist es ein Ring, so eine Uhr. Wow, eine tolle Sache. Spence, komm her, mach ein Foto. Ja. Doug, Doug, Liebling, das sind ein Ring und eine Uhr in einem. Das kann man nicht zur gleichen Zeit auf ein Foto bekommen. Und du dachtest, sie will irgend so eine Perlenkette. Tja, man kennt schon die Frauen, hm? Sie duftet so frisch und lecker. Ich weiß, du fährst darauf ab, sie zu inhalieren, aber versuch's doch mal mitreden. Nein, das ist nicht nötig. Ich meine, die Beziehung gefällt mir, wie sie ist. Sie denkt, dein Name sei Stan. Ist doch völlig egal. Hör zu, mir reicht es, mit ihr in einem Raum zu sein. Da kann ich, naja, mentale Eindrücke von ihr sammeln. Für die Zeit, wo ich wieder allein zu Hause bin. Okay, dann genieß es. Tante Sheila! Oh, mein Daddy! Wie war dein Flug? Ich habe keine Ahnung. Ich war so voll mit Valium und Bloody Marys, ich bin erst am Gepäckband wieder aufgewacht. Also schämst du dich gar nicht. Komm her, gib mir deinen Mantel. Onkel Hank packt sicher noch das Auto. Nein, mein Kleiner. Wo ist er denn? Er ist noch in Florida und inzwischen vielleicht von seiner Sparbüchse erschlagen worden. Was? Ich habe mich von ihm getrennt. Vor 4 Wochen. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Was? Ihr wart ewig verheiratet? Was ist passiert? Ach, ich hatte die Nase voll davon, mein Leben mit der Suche nach 5 Cent billigeren Thunfischdosen zu verbringen. Jetzt jedenfalls will ich erst einmal ordentlich mit euch feiern und ich werde ganz ungeniert mein Leben genießen. Ihr wollt mich verladen, habe ich recht? Oh. Onkel Hank? Och, komm her, Dagi, Schätzchen. Alles wird gut jetzt. Hör mal. Wenn es dir hilft, dich wieder etwas besser zu fühlen, dann besorg dir doch ein hübsches kleines Glas Scotch, trink einen Schluck davon und bring den Rest zu mir. Okay, so ist es gut. Ja, was für ein Lächeln. Und jetzt feuchten sie alle kurz noch mit der Zunge ihre Lippen an, schieben alle die Hüften nach vorn. Oh, das ist schön. Das war's. Okay, Garver, it's showtime. Das ist Nummer 1, 2, 3, 4. 4. Welcher Art Tier frisst 4 gefüllte Eier? Oh, entschuldigen Sie bitte. Hm? Entschuldigen Sie, darf ich Sie zu einem von meinen einladen? Was? Oh, bitte. 2 wären mir sowieso zu viel. Also los, greifen Sie zu. Oh, danke schön. Gern geschehen. Bitte entschuldigen Sie meinen Ausbruch, aber wenn es ums Buffet geht, kann ich leicht zur wilden Bestie werden.
Arthur Eugene Spooner. Oh, Sie sind Carries Vater. Wie schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ducks Tante Sheila Ratnester. Was für ein hübscher Name. Danke. Onkel Hank, ich verstehe nicht, warum du so eine wunderbare Ehe einfach sausen lässt. Gut, ja, sie zahlt immer zu viel für die verfluchten Thunfischdosen. Aber sowas lässt sich doch regeln. Hey, man kann im Leben nicht immer nur glücklich sein. Kapier das endlich. Wieso hört mir dieser Sturkopf nicht zu? Ich glaube, er hat damit aufgehört, als du anfingst, die Heilige Schrift zu zitieren. Kann sein. Es ist nur so. Sie sind sowas wie meine zweiten Eltern. Nach der Schule bin ich immer zu ihnen gegangen und habe mit Onkel Hank Hockey gespielt. Und dann hat Sheila mir immer was gekocht. Kurz vor dem Abendessen. Oh Mann. Schatz, guck her. Ring und Uhr. Ring, Uhr. Ring, Uhr. Das ist so gut, das ist genial. Ja. Schatz, unser Hochzeitstag ist noch nicht ganz zu Ende und ich hätte noch etwas Zuckerguss in der Tube. Ich liebe Zuckerguss. Komm ich unpassend? Nein, Dad, du doch nicht. Douglas, ich würde gern mit dir über deine Tante Sheila reden. Arthur, sie ist eine nette Frau. Wenn sie den letzten Kartoffelpuffer genommen hat, entschuldige. Nein, ich finde sie überaus reizend. Deswegen frage ich, ob es dir recht ist, wenn ich um sie werbe. Um sie was? Ich komme zu dir, weil du ihr engster noch lebender Verwandter bist. Außer ihrem Ehemann, natürlich. Tja, Arthur, danke fürs Kommen, aber leider muss ich dein Anliegen ablehnen. Wenn du aber auf was Festes aus bist, dann kann ich ja meine Augen offen halten. Dad, lass uns mal einen kleinen Augenblick allein. Würstchen in Blätterteig. Das Leben ist doch schön. Doug. Ja? Ich weiß, das mit Sheila und Hank geht dir nahe, aber wäre es wirklich so furchtbar, wenn mein Vater sich mal ein bisschen mit ihr amüsiert? Nein, das dulde ich nicht. Und jetzt Schluss. Wieso denn nicht, Schatz? Der Mann verbringt jeden Abend allein in unserem finsteren Keller und lernt die Werbespots auswendig. Er sehnt sich nach etwas Gesellschaft, das ist alles. Verstehe ich ja, aber wieso muss es meine Tante sein? Soll er doch mit deiner ausgehen? Okay, du meinst also mit seiner Schwester? Sowas fördert die Harmonie. Ich will bestimmt kein Spielverderber sein, Carrie. Aber noch sind Hank und Sheila verheiratet. Ja, aber vermutlich werden sie sich scheiden lassen. Von Scheidung ist keine Rede gewesen. Sie haben sich bloß mal vorübergehend getrennt, weil sie sich hassen. Na, dann sieh's doch mal so. Welche bessere Methode gibt es, eine Frau zu ihrem Mann zurückzutreiben, als ein Abend mit meinem Vater? Schätzchen, komm schon, lass sie mal zusammen weggehen. Guck her. Ring. Weißt du was? Ich finde das langsam gar nicht mehr lustig. Na gut, ich bin einverstanden. Danke. Ja. Daddy! Ja? Herein! Oh, hi, du bist beschäftigt. Ich wollte das nur kurz reingeben. Ah, die Fotos von unserem Fest. Ja, Wiedersehen. Warte, nicht so schnell. Hey, ich guck sie gleich mal an. Vielleicht bestelle ich ja welche nach. Die sind alle etwas komisch. Ich schätze, das Labor hat Mist gebaut. Naja, ich hab selber Schuld. Wer nimmt auch schon Kodak? Sarah neben der Tür. Sarah neben der Couch. Sarah auf der Couch. Sarah beugt sich über die Couch. Wie hast du das gemacht, Sarah, beim Schlafen? Okay, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich mach es wieder gut. Ich schwör's dir. Schon gut. Halb so schlimm, Spence. Aber du brauchst Hilfe. Hi, wo willst du hin? Ach, ich schäme mich so furchtbar. Ich ruf dich nachher an. Was hast du da? Die Bilder von unserer Hochzeitstagsparty. Niedlich. So über die Couch gebeugt siehst du aus, als hättest du abgenommen. Das ist Sarah. Ich liebe dich. So, ich bin mit Sheila verabredet. Daddy, du siehst vielleicht toll aus. Findest du nicht auch? Ja, er sieht aus wie ein Mann, der weiß, was sich gehört. Und wo wollt ihr hingehen? Ich hatte gedacht, wir gehen in den Imbiss in der Continental Avenue. Ich bin ein bisschen klamm im Augenblick.
Okay, Arthur. Hier, steck das ein. Nein, nein, ich brauch's wirklich nicht. Ach, komm schon, hier. Esst irgendwo was richtig Gutes. Vielleicht Hummer. Das ist sehr nautisch. Danke, Douglas. Wünsch mir Glück. Ich bin etwas nervös. Das ist das erste Rendezvous seit Pearl Harbor. Oh, Dad, sei einfach, wie du bist. Dann wird's schon werden. Nur zeig ihr nicht deine Narben und lass das mit den Zehen, ja? Schatz, damit bindest du mir die Hände, aber gut. Gut. Dad, ich mach Pfannkuchen. Willst du auch welche? Dad? Dad? Da bist du. Ja, hier bin ich. Und, weißt du, wie Daddy's Date gelaufen ist? Prima, wie es scheint. Das hängt aber auch davon ab, von welcher Seite man es sieht. Von deiner oder von meiner? Weißt du was, Liebling? Du kommst zu spät. Mein Ohrenring lügt nicht. Wow, fisch wow, los! Wow, meine Schicht fängt doch erst um 9 an. Erst um 9? Willst du nicht ein bisschen früher hingehen und dich etwas einschleimen? Was redest du denn? Hi, Doug! Hallo, Schätzchen. Hi. Ja, es ist für alle etwas peinlich, nicht? Aber zur Hölle, ich brauche morgens meinen Kaffee. Tante Sheila? Das ist Tante Sheila. Sie sieht ganz genauso aus, Schatz. Morgen, Kinder. Morgen, hallo, mein Goldstück. Hör zu, könntest du jetzt vielleicht gehen? Gleich kommt die nächste Tante von Duck. Ich muss mich frisch machen. Ach, hör auf damit. Du bist wirklich schlimm. Aber du bist auch so, so niedlich. Vielen Dank, mein Junge, für das Geld, das du mir vorgestreckt hast. Ich schätze, der Hummer hat mich mächtig nach vorne gebracht. Bist du jetzt glücklich? War es das, was du wolltest? Ja, Doug, es war der größte Traum meines Lebens, meinen Vater mit deiner Tante zu verkuppeln. Ich bin in Ekstase. Würde es dir was ausmachen, wenn ich um sie werbe? Werbe? Aber wer rechnet gleich mit sowas? Ist ja gut, Schatz. Jetzt versuch dich wieder zu beruhigen. Das kann ich nicht. Das ist meine Tante Sheila. Sie hat mich gebadet und hat mir immer Geschichten erzählt. Und ich möchte nicht, dass sie die Beine breit macht für Papa. So war das nun auch wieder nicht. Sie haben nur ein bisschen geschmust. Hör auf damit. Hoffentlich haben sie nicht vergessen zu verhüten. Was? Naja, ich dachte nur gerade, so alt ist deine Tante noch nicht. Ist sie schon in den Wechseljahren? Woher soll ich denn das wissen? Ja, stimmt, sowas könnte passieren. Sie könnten ein Kind kriegen. Das wäre mein Cousin und gleichzeitig mein Schwager. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Doug, ich stimme dir ja zu, dass diese ganze Geschichte etwas schräg ist und für uns sehr schwer nachzuvollziehen. Aber sie sind beide erwachsen und haben offensichtlich immer noch ein starkes sexuelles Verlangen. Und wir sind dagegen völlig machtlos. Okay, es ist alles nicht so schlimm, solange er nicht mit seinen Händen... Oh nein. Aber ich höre doch, wie du meinem Vater die ganze Zeit Flüche runterschickst. Nein, weißt du, es ist dieses verdammte Lied. Ich weiß genau, was die beiden da unten tun und ich kann das nicht mit dir tun, während er dasselbe unten mit dir tut. Ach komm schon, natürlich kannst du das. Nein, kann ich nicht. Glaub mir. Schatz, es wäre immerhin möglich, dass die zwei nur tanzen. Du weißt, mein Vater ist ein begeisterter Tänzer. Na komm schon, zeig mir deine Schokoladenseite. Wieso lassen Sie die Platte hängen? Schatz, das machen Sie sicher gleich. Es dauert eben, bis man darüber gelaufen ist, nicht? Gute Nacht. Nacht! Hallo. Hi, Spence. Du wirkst müde. Mein Schwiegervater und seine Freundin hatten die ganze Nacht Sex. Alles klar, hier habe ich noch ein paar Fotos von eurer Feier. Ich habe einige zusammengeklebt, damit du und Carrie auch mal gemeinsam drauf seid.
Leider stimmt die Größe nicht immer ganz. Lustig, sieht aus, als würde ich auf Ihrer Handfläche stehen. Ja, nicht? Ich mache mich einen Abzug, 30 mal 40, gratis. Oh, hallo. Hallo. Wie war dein Name noch gleich? Stan. Stan, richtig, ja. Hör mal, ich bin so froh, dass wir uns hier treffen. Ich habe mir die Fotos von der Hochzeitstagsparty angesehen und ich bin davon total begeistert, ganz ehrlich. Danke. Die Sache ist die, mein Agent sagt, ich brauche ein paar neue Fotos und da dachte ich, dass du das vielleicht machen könntest. Ich meine, ich habe nicht viel Geld, das wäre mir sowas wie ein Gefallen. Aber ich kann erst am Abend. Ah. Okay, wenn es nur tagsüber geht, kündige ich meinen Job. Ja, ja. Morgen, Doug. Ja, morgen. Siehst müde aus. Ich konnte kaum schlafen. Ich auch nicht, wie du mir vorstellen kannst. Sigulum. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Eigentlich bin ich nicht hier, Doug, um mit dir herumzubinkeln. Dann verzieh dich. Das mache ich, aber vorher muss ich mit dir über Tante Sheila reden. Wie neulich erbitte ich von dir wiederum eine Erlaubnis. Moment mal, was wird das schon wieder? Willst du sie in Gogo-Stiefeln in den Käfig tanzen lassen? Nein, ich möchte, dass sie auf Dauer bei mir bleibt als vierte und hoffentlich letzte Mrs. Arthur Spooner. Du hast sie wohl nicht alle. Du willst sie heiraten? Ich weiß, was du denkst. Warum die ganze Kuh kaufen, wenn du die Milch umsonst kriegst? Aber Fakt ist, ich liebe diese Kuh. Mag schon sein, aber du wirst die Kuh nicht kriegen. Und noch was, mit der Milch ist auch Schluss, klar? Ich erlaube das nicht länger. Deine scheiß Erlaubnis brauche ich nicht, Douglas. Dich zu fragen war nur eine charmante Methode, es dir mitzuteilen. Terry! Was ist? Könntest du bitte mal runterkommen? Ich dusche gerade. Dein Vater und meine Tante wollen heiraten. Sag nein. Das hab ich schon. Was hat er gesagt? Dass er es auf jeden Fall tut. Ich bin gleich unten. So, jetzt zieh dich warm an. Ach, ja? Falls du Trauzeuge werden wolltest, vergiss es! Schlag es dir endlich aus dem Hirn, Arthur. Du bist nicht der richtige Mann für meine Tante, hörst du? Oh, da bin ich als Schwiegervater genehm, aber nicht als Onkel. Nur interessiert das niemanden. Ich werde meine Sheila heiraten und du kannst nichts dagegen machen. Never! Oh, hi, Dagi. Ich habe jemand anders erwartet. Willst du kurz reinkommen? Nein, geht nicht. Ich komme sowieso schon zu spät zur Arbeit. Hör zu, ich muss dringend mit dir über Arthur reden. Arthur? Ja, er ist so wundervoll unkonventionell. Ja, er ist ein lebender Affenstall. Es geht mich zwar nichts an, aber ich muss dir dringend empfehlen, diese Beziehung zu beenden, bevor sie zu weit geht. Wie weit soll sie noch gehen? Wir haben schon sämtliche Vergnügen gehabt, die man als Mensch... Okay, geh nur. Hör zu, Arthur will... dich zur Ehefrau nehmen. Hä? Ja, ich weiß, du magst denken, wieso denn nicht, aber ich schwöre dir, wenn du Arthur heiratest, dann werden du, Arthur und ich es bis zu unserem Lebensende bereuen. Ich habe nicht vor, Arthur zu heiraten. Hast du nicht? Nein. Oh Mann. Oh. Hi, Joe. Ich komme schon klar. Du und Galva? Ja. Ich habe ihn auf eurer Party kennengelernt. Es war eine tolle Nacht. Nur wen wundert's? Ich sah ja auch toll aus. Ich glaub das nicht. Dann machen wir Sorgen von morgens bis abends um die arme, verletzliche Sheila? Während du hier wie eine wilde rummachst mit sämtlichen Rentenempfängern von Queens. Doug! Ich war über 30 Jahre mit einem Mann verheiratet und jetzt will ich einfach ein paar Nümmerchen in Freiheit genießen. Arthur ist nicht der Richtige für eine schnelle Nummer. Er liebt dich und denkt, dass du ihn liebst. Aber du trittst mit Füßen nach ihm. Douglas! Entschuldigung. Hör zu, morgen werde ich mit Arthur sprechen, okay? Aber im Moment wartet drin Besuch auf mich. Also entschuldige mich bitte. Und steck das Hemd in die Hose. Was hast du hier zu suchen, Heffernan? Du willst sie wohl gegen mich aufhetzen? Nein. Ich meine, ja, nein. Du solltest da jetzt nicht reingehen. Los, weg da. Oder ich schieb dich beiseite. Obwohl ich das wohl nicht schaffe. Hör zu, Alter. Wir beide müssen reden. Hey. Die Beziehung zwischen deiner Tante und mir ist was Besonderes. Sowas wirst du nie verstehen.
Also dann, guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir! Starr mich nicht so an. Schläft er jetzt? Ja. Ich habe ihm aus einer alten Frauenzeitschrift vorgelesen, wie man Klorollenmützen häkelt. Ah, er ist ein zäher Bursche. Er wird es verkraften. Hey! Wo ist Spence? Was macht das Fotoshooting? Wir sind durch. Was heißt, ihr seid durch? Ihr habt vor 5 Minuten erst angefangen. Das war ganz irre. Er packt den Film in die Kamera und als ich gerade anfing zu posieren, hat er das Ding in 10 Sekunden durchgeknallt. Und dann ist er weggerannt und hat gesagt, sowas wäre ihm vorher noch nie passiert. Den Spruch sagen sie alle. Das Wall Street Journal. Ja? Oh, hier drüben von der, wie heißt das noch? Der Nachbarveranda? So heißt es. Du hast ihn die Zeitungen gemobst? So sehe ich das nicht. Es gibt ein allgemein bekanntes, ungeschriebenes Gesetz. Man darf sich eine Zeitung, die um 7:30 noch nicht reingeholt wurde, wegnehmen. Es ist erst 7:15. Die schlafen noch, ich habe reingeguckt. Wo steckt Sarah nur? Wir kommen sowas von zu spät. Wo wollt ihr eigentlich hin? Rhonda Levines Junggesellinnenparty. Die habt ihr schon vor Wochen gefeiert? Nein, nein, das war ihre Verlobungsparty. Und nächste Woche machen wir hier ihre Brautfeier. Am Samstag danach ist Probeessen. Und dann bin ich Brautjungfer auf ihrer Hochzeit. Und wenn alles gut geht, sehe ich sie danach nie wieder. Und was für eine Art Party wird das heute? Hm? Ferkeleien und reichlich Alkohol? Na, das will ich doch schwer hoffen. Stripper? Oh, bitte, ja. Dann tu dir selber einen Gefallen und vergleich seinen Körper nicht mit meinem. Das wäre unfair. Ihm gegenüber. Gut, ich nehme Rücksicht auf ihn. Übrigens, hast du ein paar kleine Scheine? Das hättest du wohl gerne, was? Hi, oh nicht, Carrie. Mach ihn jetzt bloß nicht scharf, sonst verspäten wir uns. Bitte? Deinetwegen kommen wir zu spät, meine Liebe. Okay, dafür war damals dein Zimmer größer. Jetzt sind wir quitt. Weißt du was? Lass uns einfach gehen. Der Wagen steht Bis vor der dann. Tür. Was hast du eigentlich vor? Ich will nur ins Coopers mit den Jungs ein bisschen poolen. Dann viel Spaß, Schatz, ja? Danke. Ja, viel Spaß. Hallo, endlich ist es Freitag. Ich dachte schon, Wochenenden gibt's hier nicht. Also, wo pilgern wir heute hin, Kinder? Heißer Jazz im Cotton Club, Reisboxen im Yankee Stadium? Heute ist doch Freitag, oder? Ja, du irrst dich nur in der Jahreszahl. Also mir ist völlig egal, wo ihr hingehen wollt. Die Hauptsache ist, dass wir unseren Spaß haben. Feiern wir das Ende der Prohibition! Eigentlich wollten Sarah und ich zu einer Party bei einer Freundin. Und Doug trifft sich mit seinen Jungs. Oh. Aha. Wir wussten doch nicht, dass du Freitagabend so gern ausgehst. Tja, so ist das eben mit den liebgewordenen Gewohnheiten. Freitagnacht, Partytime. Aber was soll's. Amüsiert euch gut. Ich werde wieder in meinen Keller zurückkriechen und die leckere Heizung reparieren. Methangas. Eine heikle Sache. Oh, Leute, echt, ich habe ja so ein schlechtes Gewissen. Er fühlt sich so allein, seit Tessie tot ist. Ich weiß. Überall stinkt's nach Kölnisch Wasser. Ich warte im Wagen. Doug,
Würdest du Dad vielleicht unter deine Fittiche nehmen? Carrie, das ist mein Abend mit den Jungs. Ja, stimmt. Du hast recht, tut mir leid. Er wird sich's schon nett machen. Bestimmt, ja. Okay, viel Spaß. Bye. Amüsiert euch. Arthur! Ich sage, tut mir leid, Lady, aber Sie müssen für das Paket unterschreiben und ich darf nicht ins Haus kommen, okay? Und ich schwöre euch 1000 Eide, Ihr Morgenmantel ging auf. Red keinen Scheiß. Spätst. Sie zieht am Gürtel, das Ding rutscht auf, bumm, und Simon und Garfunkel starren mich an. Oh Mann, das wäre das für mich gewesen. Du wärst doch schreiend weggelaufen. Unsere Kundinnen stehen auf mich, du Heini. Was? Wenn sie U-Bahn-Tickets kaufen, tätscheln sie deine Hand durch den kleinen Schlitz? Deine Mutter tut das. War bloß ein kleiner Scherz. Kann ich vielleicht endlich mal meine Geschichte zu Ende erzählen? Ich versuche also total cool zu wirken. Hey, Doc, wo steckt der alte Mann? Da drüben ist er. Ich gehe ihn einsammeln. Okay. Arthur, komm rüber zu uns. Wir haben einen Tisch. Was für ein Laden ist das hier überhaupt? Ich meine, ist das einer von den Privatclubs? Das ist nur mein Stammlokal. Kommen die Bullen gelegentlich und nehmen die Bude hoch? Du fantasierst zu viel. Los, komm. Ich bin der Nächste, Gentlemen. Ist ja gut. Setz dich jetzt hin, ja? Wir werden etwas essen und ein bisschen was trinken und werden uns amüsieren. So, hier, der Stuhl ist für dich. Okay. Sind das dieselben Typen, mit denen wir hergekommen sind? Dieselben. Okay, wo war ich stehen geblieben? Morgenmantel. Der Morgenmantel öffnet sich und sie nimmt meinen Stift und spielt damit rum. Ich sag, Lady, wenn Sie nicht unterschreiben, dann rufe ich meinen Vorgesetzten. Ja, der gute alte O'Boyle wäre sofort gekommen mit weit offener Hose. O'Boyle? Wer ist O'Boyle? Unser Boss in der Firma. Auf jeden Fall, der Mantel ist offen, ganz offen. Und sie hat meinen Stift. Ein Irre, stimmt's? Wer? O'Boyle ist ein irischer Name. Kann sein, aber das ist doch völlig egal. Sie... Ich habe 45 neben einem Iren gekämpft. Sein Name war O'Shannon. Als sie ihm das Gesicht wegschossen, stand ich daneben. Ich sah ihn ersticken an seinem Blut und er rief verzweifelt nach seiner Mutter. Oh, dumme Sache. Hauptsache, wir retten Europa. Ich glaube, dein Pooltisch ist frei. Ach ja? Ja. Ich spiele für O'Shannon. Tut mir leid, das mit ihm. Sag's mir Fassung. Ja, schließlich wohnst du ja nicht mit ihm zusammen. Ups. Bist ein Komiker, hm? Also weiter im Text. Sie lässt den Stift ganz aufreizend zwischen den... Ich hab eine Markierung hingelegt. Ich bin jetzt dran. Eine Markierung? So ein Blödsinn. Da ist sie. Das sind 5 Cent. Man braucht 4 Viertel Dollar für einen Tisch. Dürfte ich dann. Nicht getroffen. Und jetzt verlassen Sie meinen Tisch. Es sei denn, Sie sind scharf auf den Satz. Warme Ohren! Ich fürchte, ich werde heute mit der Geschichte nicht mehr fertig. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. Ich dachte, der Kerl würde uns kriegen, Douglas, aber du hast ihm knallhart den Auspuff gezeigt. Wie nennt man so ein Manöver eigentlich? Rechts abbiegen. War das ein Abend, Carrie. Eine Barprügelei, ein Rennen mit zum aufgemotzten Flitzer und ein Essen in... Wie war der Name noch gleich? Pizza-Ecke. Ja. Wie schön, dass du Spaß hattest. Hm. Es ist schon ziemlich spät, du solltest ins Bett gehen. Ich bin total aufgekratzt, aber dafür habe ich die Pillen ja auch genommen. Douglas ist mein Lieblingsschwiegersohn. Dein einziger. Oh, du hast ihn mitgenommen. Das war ja so süß von dir, Schätzchen. Ja, ja. War's schlimm? Er ist ein richtiger Satansbraten. Dann danke ich dir viel, 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 vielmals. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du hast ein bisschen was getrunken, hm? Weißt du, irgendwie kommt dein Vater mir immer vor wie ein Boxer, der den Gong überhört. Oh, oh. Ja, die Richtung stimmt. Heiß. Ganz. Wow. Das verlangt nach mehr. Wollen wir nach oben gehen? Aber schön lieb sein.
Hi. Hi, Dicken, was macht die Kunst? Du hast gestern Abend deine Jacke im Coopers vergessen. Heißen Dank. Für einen Typ, der vor 12 Stunden noch vor Angst gewimmert hat, bist du erstaunlich gut gelaunt. Pfannkuchen, Waffel? Oder wie wär's mit beiden kombiniert? Was wär das dann? Eine Pfaffel? Egal, Hauptsache es schmeckt. Nee, ernsthaft. Wieso hast du so gute Laune? Oh, nichts Besonderes. Komm schon, spuck's aus. Naja, als Carrie gesehen hat, dass ich Arthur gestern doch mit hatte, war sie, wie soll ich sagen, überaus dankbar. Ihr hattet Sex. Ja, und was für ein? Das war kein Sex, das war eine Offenbarung. Du übertreibst. Nein, ganz und gar nicht. Gestern ist Dax' große Stunde gekommen. Du meinst, du hast... Genau das, mein Freund. Maseltopf. Du siehst, es zahlt sich immer aus, nett zu seinem Schwiegervater zu sein. Ich werd's mal versuchen. Betteln und schreien funktioniert nicht. Dad, bringst du das blaue Paket vom Rücksitz mit rein? Nein, das blaue. Das ist nicht blau. Und das ist der Vordersitz. Und das ist nicht unser Auto. Fantastisch, bring mir genau das. Hi, Deacon. Hi, Schatz. Ist das alles für die Brautparty? Ja, und ich muss noch den Kuchen holen und den Wein und muss Dad vor 11 zum Augenarzt fahren. Ich wünschte, ich hätte mir diesen ganzen Mist vom Hals gehalten. Weißt du, Carrie, wenn's dir hilft, fahr ich deinen Vater kurz zum Augenarzt. Du wärst doch überaus dankbar dafür, nicht? Ja, sehr. Du bist süß. Schuss in den Ofen. Frauen. Ja. Was für eine Art Brautparty wird denn das? Das geht dich gar nichts an, danke. Hör zu, Dad, ich muss noch mal weg. Doug fährt dich zum Augenarzt, okay? Wir sehen uns nachher. Vielen Dank, Schatz. Carrie! Was ist? Ich werde ihm danach auch noch ein Ei spendieren. Ja! Yeah! Okay, gut. Wiedersehen. Hey, weißt du was? Wir werden auch essen gehen und danach vielleicht ins Kino einen Film gucken. Eigentlich hätte ich für sowas wirklich keine Zeit. Aber ich tu's. Wir werden uns blendend amüsieren, wir beiden. $2. Nein, zu viel für mich. Ich bin auch. Ich will 10. Was ist Trumpf? Dumm gelaufen, Amigo. Ich hab 3 Asse. Oh, Mann. Hör auf rumzupullen, sonst hört er uns. Ist doch egal. Ist es nicht. Ich bin ihn die ganze Woche nicht losgeworden. Er war mit in der Zulassungsstelle, war mit beim Zahnarzt. Das Schlimmste sind aber die Spitznamen, die er sich ausgedacht hat. Ich bin Scooter Ears Beans. Er macht mich krank. Sieh's locker. Du selbst hast das in Gang gesetzt. Du weißt schon, was ich meine. Ja, natürlich. Da gewinnst du einmal das große Los und gleich wirst du gierig. Hey, du forderst das Schicksal auf. Das weiß ich. Es war ein Versuch. Und jetzt wünsche ich mir nichts weiter als einen Abend ohne Bratäpfel und ohne Mord war ihr Hobby. Apropos, wie fandet ihr die Folge von gestern? Also, ich habe total daneben gelegen. Was war das? Jemand ist an der Tür. Das muss er sein, ausblasen. Und kein Mucks. Meine Güte, mein Herz. Das ist wie im Horrorvideo. Hey, alles klar? Scooter, was ist hier los? Hi, Arthur. Na, 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 na. Entschuldige. Hi, Beans. Wieso spielt ihr Karten im Dunkeln? Okay, Freunde, das Spiel heißt, tretet den Hund. 3, 6, 9. Einäugige Buben und scharfe Könige. Eine wilde Sache. Sag mal, Arthur, ist bei dir irgendwas nicht wild? Oh ja, Strip-Poker, das werden wir als nächstes spielen. Tja, also... Ich habe 5 Asse. Ich hatte noch nie 5 Asse. Nicht verzweifeln, mein Junge. In diesem Spiel hat so gut wie jeder 5 Asse. Es ist 10:15. Ich sollte Mom Bescheid sagen, dass ich später komme. Und zwar sehr viel später, weil du dauernd gewinnst. Sie wohnen bei Ihrer Frau Mutter? Ja, ist blöd, aber sie kann leider nicht Auto fahren. Wenn sie nicht Auto fahren kann, wieso nimmt sie nicht den Bus? Nein, nein. Theoretisch ginge das, aber sie ist... an meinen Wagen gewöhnt. Dann wollen wir mal. Ich setze einen $1. Ich zieh mit. Ich bin dabei. Eins würde ich gerne wissen. Wenn Sie bei Ihrer Mutter wohnen... Arthur, du bist dran. Erst will ich das wissen. Wenn Sie bei Ihrer Mutter wohnen, wie regeln Sie das, wenn mal ein Mädchen bei Ihnen übernachtet?
Na gut, wenn eben dann ein Junge bei Ihnen übernachtet. Eins von beiden wird es doch sein. Ein Mädchen, wenn wäre es ein Mädchen, klar. Wer ist dran mit Sätzen? Zu Ihrer Information, ich würde gern ausziehen, aber Wohnungen sind teuer. Wir zahlen schon 75 für eine mit einem Schlafzimmer. Einem Schlafzimmer? Ich sagte, wer ist dran mit Sätzen? Und wo schlafen Sie? Arthur. Sie haben ein Klappbett im Wohnzimmer, richtig? Sie teilen sich das Schlafzimmer mit Ihrer Mutter? Nicht das Bett! Jeder hat sein Bett und dazwischen steht ein großer, breiter Nachttisch. Ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Wir machen doch bloß etwas Konversation. Er hat noch nicht gesetzt. Ich bin draußen. Ich hab irgendwas im Auge. Ich sollte lieber gehen. Komm, löst du mir schon, die ein? Löst sie mir ein, Scooter! Hey, ist ja gut. Ich hoffe, sein Auge ist okay. Tja. Das Spiel ist vorbei. Ich bin weg. Ich komme mit. Wisst ihr, ich habe meine Frau diese Woche kaum gesehen. Gehen wir ins Striplokal? Mhm. Klar. Okay, das Spiel heißt Verhau deine Schwester. Was ist das? Ich weiß es. Oh, ich werd verrückt, Kinder, wenn das nicht abgefahren ist. Ist sie nicht echt stark? Sowas hatte ich in meiner Zeit als Schlampe auch immer auf. Ja. Das ist von mir. Oh nein, ich werde verrückt, Kinder, wenn das nicht abgefahren ist. So viele tolle Sachen zu kaufen. Was ist? Habt ihr schon mit dem Pokern aufgehört? Dein Vater hat es uns versaut. Was ist passiert? Er hat sich über Spens Privatleben mokiert. Oh, weil er noch Jungfrau ist. Weil er noch bei seiner Mutter wohnt. Könnte es nicht sein, dass eins mit dem anderen zusammenhängt? Wieso tut er mir das an? Warum lässt er mich nicht mal in Ruhe? Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Du hast ihn doch andauernd animiert. Du hast ihn ins Kino eingeladen, warst mit ihm im Streichelzoo. Das war alles nur deinetwegen. Oh, ich bin schuld. Wieso bin ich denn wieder schuld? Naja, als ich ihn am Freitagabend mitgenommen habe, so aus Mitleid, da warst du so... So? Überaus dankbar. Überaus dankbar. Überaus dankbar. Oh, das war also nur, weil ich... Was bist du denn für ein Rübenschwein? Ich wollte einfach noch mal... Also wirklich, du bist vielleicht eine Enttäuschung. Bin ich nicht. Ich bin schwach. Das ist was anderes. Einigen wir uns so, Schatz. Du bist von beidem was. Einverstanden bin ich eben beides, aber das habe ich wirklich nicht verdient. Okay, dann sag ihm, es wird dir zu viel und du brauchst mehr Luft für dich. Ich kann es nicht. Er mag mich doch so sehr. Es würde ihn umbringen. Sag du es ihm. Es wäre dir lieber, wenn ich ihn umbringe? Du bist seine Tochter. Von dir ist er schließlich Kummer gewohnt. Okay, ich werde zu ihm gehen, aber nur mit dir. Du redest und ich werde dir helfen. Wir beide schaffen das schon. Oh, du bist so lieb. Mhm. Weißt du was? Wie wär's, wenn wir jetzt ein bisschen nach oben gehen und ich mich bedanke? Über das Thema müssen wir vorher noch mal sprechen. Dad, können wir kurz mit dir reden? Ja klar, kommt runter. Niemand schreit wie Jamie Lee Curtis. Scooter, schön, dich zu sehen. Ich habe drei Worte für dich. Arbeiten, wo? Ranch. Terminwünsche werden berücksichtigt. August wäre gut. Nett, danke. Dad, eigentlich wollten wir beide genau deswegen mit dir sprechen. Was ist? Worum geht's? Du warst in letzter Zeit sehr viel mit Doug zusammen. War sehr nett, wir hatten viel Spaß. Und wir haben gedacht, dass du vielleicht mal was anderes mit deiner Zeit machen solltest. Und was? Keine Ahnung. Tu einfach irgendwas Schönes. Ohne Doug. Aber was soll der Blödsinn? Doug, was meint sie? Ich bin nicht ganz sicher. Worauf willst du hinaus? Dad, hör zu. Doug möchte nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringen. Verstehst du das?
Oh, ich weiß, was das soll. Du versuchst, einen Keil zwischen uns zu treiben. Du fühlst dich bedroht, weil Doug mich so liebt. Nein, das nun wirklich nicht. Dann verstehe ich das nicht. Du hast damit angefangen. Er hat mich dauernd gefragt. Wieso hast du mich mitgenommen, wenn du das in Wahrheit gar nicht wolltest? Sag es ihm, Doug. Sag es ihm. Warum? Also dann, das Spiel heißt San Diego Scooby-Doo. 3 Spiele. Wir nehmen alle Joker und die Spielanweisungen. Hey, Richie, Scooter hat gesagt, sie wären nicht unbedingt der Hellste. Ich würde mir liebend gerne eine eigene Wohnung besorgen, aber mein Dad ist tot und Mama ist schlecht zu Fuß und kann nicht Auto fahren. Ich muss also bei ihr wohnen. Ich meine, was hätte ich für eine Alternative, nicht? Die wäre, dass du dir eine Wohnung suchst und sie fährt Taxi oder nimmt einen Bus. Ich muss jetzt wirklich ganz dringend reingehen. Bis dann. Okay, Schatz. Also dann bis 10. Mach's gut. Also Carrie schafft's nicht zum Abendessen. Ich bestell uns eine Pizza. Bei wem? Bei Sal. Sal? Du bist doch nicht normal! Okay, nicht Sal. Und wo dann? Eine hübsche kleine Kette heißt Domina. Domino? Ja, ganz recht. Wie ist die Nummer? 17181113011. Das sind doch viel zu viele Ziffern, okay? Die Vorwahl und 7 Zahlen! Wenn das unsere Vorwahl ist, wähle ich sie doch nicht! Okay, bereit? Ich bin bereit. 1113, hör mal. Wie wär's mit einem besseren Rhythmus, hm? Also sagen wir bam bam ba, bam ba, bam ba. Klar? Alles klar, Douglas. Okay. 1. Ja. 3. Ja. 10. Jetzt ist die 3 schon gedrückt. Sag mir doch mal, wie ich jetzt noch eine 1 davor krieg. Und wessen Fehler ist das? Ich mach mir jetzt ein Sandwich. Bestell du doch bei McDonald's. Ich habe vor einigen Tagen meinen Verlobungsring zum Aufpolieren abgegeben. Oh ja, Mrs. Heffernan, richtig? Ja, genau. Hey, Schatz, heute ist der 30. Ist wahr? Ist er fertig? Ja, oh ja. Wissen Sie, das ist ein sehr ungewöhnlicher Ring. Wo haben Sie ihn gekauft? Das war eigentlich mein Mann. Hey, Rumpelstilzchen, komm her. In welchem Trödelladen hast du den gekauft? Dem in Hempstead, da habe ich auch den eisernen Hund her, der Münzen schluckt. Darf ich fragen, was Sie dafür bezahlt haben? 2000. Nun, Mr. Heffernan, da haben Sie ja ein wirkliches Schnäppchen gemacht. Mit dieser seltenen Fassung und dem Stein selbst hat der Ring einen Wert von $10.000. Was? Das kann nicht sein. Sind Sie sicher? Oh ja, ein Diamant mit Rosettenschliff in einer Pavé-Fassung findet man selten. Wow, ein Stein mit Rosettenschliff in einer Pavé-Fassung. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, was, Schatz? Sieht so aus. Also, würden Sie ihn gern verkaufen? Nein. Ich könnte sagen 12.000. Nein. Nein, oder? Nein. Danke trotzdem. Nun, wenn Sie Ihre Meinung ändern, sagen Sie Bescheid. Okay. Ja. Wow. Ah ja, wer hätte für möglich gehalten, dass der so wertvoll ist? Das Ding macht deinen Busen riesig.
Ich sag dir was, für 12 Riesen gebe ich ihm den Ring und meine Frau dazu. Das geht nicht, ich kann ihn nicht verkaufen. Ich habe ihn ihr geschenkt zur Verlobung, er gehört ihr. Wenn ich gewusst hätte, dass er so wertvoll ist, hätte ich ihn behalten. Komm schon, du kannst sie doch überreden. Hast du einen Knall? Was denn? Wenn der ihren Verlobungsring anfasst, dann bricht sie ihm das Genick. Da kennt die nichts. Und damit hätte sie recht. Wisst ihr, ein Verlobungsring symbolisiert die ewige Verbundenheit eines Mannes zu einer Frau. Ach, weißt du, ich denke da eher an bergeweise Moneten. Überleg doch mal. Mit dem Geld könntest du dir mal einen wirklich großen Wunsch erfüllen. Zum Beispiel eine neue Satellitenschüssel. Ja, unter dem Aspekt. Verscherbel das Ding, Mann. Das ist doch nicht zu fassen. Was ist dir denn mehr wert? Eine doofe Satellitenschüssel oder deine Ehe? Hi, Daddy, du wolltest doch ein Nickerchen machen. Ich hab's versucht, aber schon nach 3 Stunden hat mich das Telefon aufgeweckt. Das Klingeln hat mich aus dem feuchten Traum gerissen. Wer war's? Zuerst war's Marilyn Monroe, dann wurde daraus Madeleine Albright. Nein, wer war am Telefon? Der Mann hieß Elliot. Er sagte, er geht hoch auf 13. 13.000? 13.000 für was? Mein Verlobungsring. Du verhökerst deinen Schmuck? Was? Seid ihr etwa drogenabhängig? Hängt ihr beiden an der Spritze? Nein, Dad, das haben wir hinter uns. Anscheinend ist mein Verlobungsring um einiges mehr wert, als Doug für ihn bezahlt hat. Oh, also verkaufst du ihn. Nein, ich verkaufe doch nicht meinen Verlobungsring. Ich liebe ihn. Naja... Ich meine, ich liebe ihn, weil Doug ihn mir gegeben hat. Am Ring selbst ist für meinen Geschmack ein bisschen zu viel dran. Das ganze Schmetterlingsmotiv. Ein Brillant in der Mottenfassung. Was soll ich nur tun? Ach, ich sag dir mal was grundsätzlich. Ich möchte dir was erzählen. Eines Tages, 43, saß ich mal in einem Restaurant und aß ein Thunfisch-Sandwich. Da kam ein ganz aufgeregter Kerl an meinen Tisch und bot mir $10 für meinen Lieblingsfilzhut. $10! Ein Vermögen! Mhm. Damals bekam man eine Tüte Lakritz für 1 Penny. Und noch Geld zurück. Das geht nicht, aber... Ich sagte, bitte behalten Sie das Geld. Ich ging mit ihm über die Straße und besorgte ihm die Lakritze, die er gewollt hatte. Ich dachte, er wollte deinen Filzhut. Irgendwo ist der Wurm drin. Hey, was machst du da? Schaust du deinen Schatz an? Er ist wirklich ein Schatz. Nicht, weil er so viel wert ist, sondern weil er ein Geschenk von dir war. Das ist süß. Danke. Keine Ursache. Dass der wirklich dachte, wir verkaufen ihn. Genau, ich meine, er ist doch das Symbol für unsere Liebe. Hallo, sowas kann man doch nicht mit Geld aufwiegen. Natürlich nicht. Also sagen wir, sein Angebot wäre 100.000, dann ja, möglicherweise. Oder sagen wir 50.000, ja, 50 dann natürlich sofort. Ja, 50 und leb wohl, Baby. Aber für unter 50 kommt's nicht in Frage. Genau, also wenn er sagen würde, hey, 25 können Sie haben. Von wegen, nö. Nein. Nein. Andererseits sind 25 sozusagen ein neues Auto. Ja, aber er hat nur 12 geboten, also würde ich sagen, das war's. Genau gesagt hat er auf 13 erhöht. 13, wirklich? Trotzdem, das kommt nicht in Frage. Nein, nein, wirklich, das geht ganz und gar nicht, weil er uns viel zu viel bedeutet. Für uns hat er einen emotionalen Wert und so weiter. Und ich weiß, du liebst ihn. Liebe ihn. Obwohl, ja. Der Ring ist nur ein Ding, richtig? Ja. Ich meine, sagen wir, ich verliere den Ring. Wäre dann unsere Liebe zu Ende? Natürlich nicht. Sagen wir, ich verliere den Ring und finde $13.000. Wäre unsere Liebe dann zu Ende? Schatz, ich liebe dich, völlig egal, wie viel Geld du findest. 13.000, genau. Ich wollte nur, dass Sie wissen, das hier kommt direkt auf die Bank, damit einmal unsere Kinder studieren können. Und noch hier.
Zuerst kaufe ich einen neuen Ring für Sie, ja, einen Whirlpool, eine Satellitenschüssel, aber dann... Was dann übrig ist, kommt direkt auf die Bank. Nun, haben Sie einen neuen Ring ausgesucht? Ja, das habe ich. Hier drüben ist er. Dieser hier. Oh, sehr hübsch. Der da? Ist der nicht schön? Naja, ganz nett. Recht schmucklos. Da ist kein Tier drauf oder sonst was. Den muss ich in Ihrer Größe bestellen. Es dauert höchstens eine Woche. Oh, okay, fein. Und den brauche ich dann auch. Oh, richtig. Alles okay? Ja, weißt du, ich werfe nur noch einen letzten Blick darauf. Sollen wir gehen? Was? Macht's dir keinen Spaß mehr? Doug, die Jets werden fertig gemacht und es ist saukalt. Komm, lass uns noch ein bisschen länger bleiben. Bitte, bitte, bitte. Ach, bitte. Es ist bitterkalt. Worauf wartest du denn noch? Na ja, ich will den Mut zusammenkriegen, dir das zu schenken. Ja, Carrie, willst du, naja, meine Frau werden? Oh mein Gott. Du meine Güte. Aber natürlich will ich das. Wirklich? Ja. Ah, ich habe ein paar große Wetten gewonnen. Ich liebe ihn. Das ist ja ein Schmetterling. Ja. Okay, komm, stecken wir an. Okay, dann zieh deine Handschuhe aus. Na los, okay, komm, mach schnell, okay, komm ich schon. Na los, komm. Mann, ist mir kalt. Oh Gott, ich hab ihn fallen lassen. Da ist er. Oh Gott, oh, was für ein Glückstag. Schau mal. Pommes frites, ich hab ein paar alte Pommes frites gefunden. Na gut, mach dir keine Sorgen, okay. Hier ist er. Gib mir deine Hand. Okay. Ich liebe ihn. Okay, komm, willst du gehen? Nein. Lass uns bleiben. Entschuldigen Sie bitte. Hä? Oh, der Ring. Richtig. Dann nächste Woche. Alles klar, die Schüssel ist angebracht. Ich habe zwar 5 Muttern und 7 Schrauben übrig, aber... Männer, es ist soweit. 994 Kanäle. Oh Mann. Im Vorstand, diese Satellitenmikrowellen machen einen impotent. Hey, 994 Kanäle, das Risiko gehe ich ein. Also gut, Gentlemen. Wenn ihr bereit seid, huldigen wir dem Fernsehgott. Klasse, College Football, Florida State gegen Purdue. So habe ich das gemeint. Ach, das wird ein gutes Spiel, wie ich gehört habe. Ja, aber wir können dabei nicht bleiben. Das ist erst der Anfang. Schaut mal. Das dreckige Dutzend. Oh, der Film ist toll. Hey, Marvin. Aber es geht noch besser. Komm schon. Neue Folgen von California High School. Nehme ich auf. Ich schalte einfach weiter. TNT, TNN, TBS, ja, ESPN, ESPN 2, 3, 4, 5, HBO, HBO 2, 3, 4. Schulfernsehen, Vorlesekanal, Schwimmkanal, der Ich-schneide-dir-die-Haare-Kanal, Flieger. Hitler. Flieger. Lass Hitler! Oh, kann ich nicht. Ich will alles durchgehen. Tiger tötet Beute. Tiger tötet Tiger. Oh, die bringen sich nicht um. Na Schatz, was machst du? Meine Satellitenschüssel genießen. Ich hab den Whirlpool oben angeheizt. Wollen wir ihn einweihen? Ja. Vielleicht kann ich so meine Kopfschmerzen loskriegen. Oh, es ist so
draußen. Ich freue mich auf ein heißes Bad. Komm, Baby. Hey, komm doch rein. Wirklich gemütlich. Arthur, wieso ist es so heiß hier drin? Ja, Dad, es... 43 Grad. Oh hey, es ist viel gesünder, wenn es heiß ist. Das reinigt die Poren. Man sieht's nicht, aber ich schwitze wie ein Schwein. Tut mir leid, Dad, aber ich muss das einfach runterdrehen. Tu das, ich verschwinde sowieso. Ich bin im Adams-Kostüm, also seht weg, wenn ihr schüchtern seid. Das ist die Schwerkraft, Douglas. Ihr nächstes Opfer bist du. Wo kommt nur dieser fürchterliche Ausschlag her? Also, keine Ahnung. Ich habe die richtige Menge Chlor ins Wasser getan. Das meinst du doch nicht ernst. Verdammt, das hatte Dad schon gemacht. Wie konntest du das zulassen? Carrie, Chlor muss man für Rentner unzugänglich aufbewahren. Mein Gott, du bist unmöglich. Also bitte, jetzt brich keinen Streit vom Zaun. Also ich breche keinen Streit vom Zaun. Du bist zickig, Oho. Das ist das Problem. Und immer hat der liebe Doug das letzte Wort. Ich hab nicht immer das letzte Wort, okay? Siehst du, genau so. Du bist unmöglich. Also, wollen wir Sex haben? Es ist Samstag. Nur wenn du mich nicht berührst, während wir es tun. Soll ich den Fernseher anmachen? Nein, nein, ich kann nicht. Hätten wir den Ring doch nicht verkaufen sollen? Warum nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, auf einmal haben wir ein schlechtes Karma. Naja, vielleicht liegen uns wirklich ein paar Stolpersteine im Weg. Aber das hat nichts mit Karma zu tun, okay? Und morgen gehen wir es ruhig an, nur wir beide. Wir probieren das neue Krokodil. Weißt du was? Wir waren so drauf versessen, den Ring loszuwerden, dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben, dass wir damit auch ein ganzes, witziges, gemeinsames Stück Geschichte losgeworden sind. Also, Schatz, da bin ich ganz anderer Ansicht. Das glaube ich nicht. Das sagst du nur, weil der neue Ring noch nicht fertig ist. Meinst du? Ja, aber ja doch. Wenn der neue Ring da ist, werd ich ihn dir genauso geben wie den ersten. Und da werden so viele schöne, witzige Erinnerungen dranhängen. Du wirst einen zweiten brauchen, um das alles auszuhalten, okay? Kann es im November so warm sein? Können wir nicht wenigstens diese Decke wegnehmen? Letztes Mal hatten wir sie auch um. Ich weiß, Schatz, aber so kriegen wir noch einen Hitzschlag. Danke. Ist doch besser. Ja. Okay. Hübsch siehst du aus. Du auch? Willst du meins? Nein, schon gut. Können wir jetzt das mit dem Ring erledigen? Das darfst du mich nicht fragen. Das ruiniert die Überraschung. Doug, ich weiß, du schenkst mir einen Ring, Nein, okay? Tust du nicht, okay? Vielleicht habe ich mich an jemand anderen verliebt. Der ist für dich. Von ganzem Herzen. Ich hoffe, das ist die richtige Größe. Also mit der Reaktion bin ich nicht zufrieden. Wo war denn dieser hohe, piepsige Schrei vom ersten Mal? Okay, tut mir leid. Oh mein Gott! Das war viel intensiver, mehr so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, das Gott gehört richtig lang. Gott! Gott! So richtig? Ja, das passt, was sonst. Hoppla, er ist runtergefallen. Schatz, du hast ihn fallen lassen. Das weiß ich, das habe ich doch auch letztes Mal gemacht, okay? Aber wo ist er jetzt? Du hättest ihn mir einfach geben können. Ich versuche, eine witzige Begebenheit zu rekonstruieren. Hier ist er ja, okay? Bitteschön. Entschuldige, der ist in Senf gefallen. Na, siehst du, ist das nicht wunderbar? Etwas Spontaneres gibt's doch gar nicht. Senf überall. Senf ist das. Na komm, wir lachen zusammen, das ist witzig! Es
funktioniert nicht. Das verstehe ich, ja. Okay, danke. Ja, wiederhören. Der Ring ist schon verkauft. Oh nein. Tut mir leid. Wir sind böse, schreckliche, ignorante Menschen. Ist dir das klar? Wir haben das eine große Symbol unserer Liebe genommen und es eingetauscht gegen einen Whirlpool und eine Satellitenschüssel. Und Geld fürs College. Was? Oh ja, klar, was auch immer. Siehst du, ich habe schon wieder die ungeborenen Kinder vergessen. Wir sind böse, wir beide, alle Hör beide. Mal, wir sind nicht böse. Einen großen Fehler sollte jedes Ehepaar machen dürfen, finde ich. Und zwar gratis. Findest du? Ja. Ich wollte meinen für eine Affäre aufsparen, aber dann nutze ich ihn jetzt. Ach, hör auf. Komm schon. Können wir das nicht einfach vergessen? Ich will ja. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Ring anschaue oder mich jemand danach fragt, dann wird mir all das hier einfallen. Immer wieder. Wir haben jetzt nicht mal mehr eine gute Geschichte zum Erzählen darüber, wie du ihn mir geschenkt hast. Ich weiß. Was für ein blöder Tag. Erst schwitzen wir uns in dicken Mänteln zu Tode. Dann kippt so ein Vollidiot Bier auf dich. Und dann habe ich den Ring in Sinn fallen lassen. Tja. Es klingt irgendwie komisch, wenn du es so erzählst. Ach ja? Ja, ich finde, das ist wirklich gutes Potenzial für eine witzige Anekdote. Vielleicht sollten wir einfach immer lachen, wenn wir sie zum Besten geben. Ja, das finde ich gut. Das gefällt mir. Wir könnten es ja auch so drehen, dass der Ring in etwas Komischeres fällt als Senf. Genau, wie Ketchup. Kommt aufs Gleiche raus. Na, wie wär's denn? Wir nehmen eine dicke Frau und ihre Nachos. Schön. Ja. Ja, und dann hast du dich gebückt, um den Ring zu suchen. Und dabei ist deine Hose gerissen, weißt du noch? Ha? Was bin ich dabei rot geworden? Oh ja. Ja. Na los, Dad. Unglaublich, was heute im Stadion bei den Jets passiert ist. Oh, Doug hat mich mit meinem neuen Verlobungsring überrascht und als er ihn mir geben wollte, ist er runtergefallen, mitten in die Nachos so einer dicken Frau. Ja, und dann habe ich mich gebückt und wollte ihn holen und prompt hatte ich einen Riss in der Hose gehabt. Genau. Oh, und es ging ja noch weiter. Sie haben es gezeigt auf der riesigen Anzeigetafel und das Publikum ist durchgedreht. Oh, die haben alle geschrien, weiter Walross! Witzig, was? Eine wilde Geschichte, oder nicht? Nur, wenn man dabei war. Was weiß der denn schon? Komm schon, versuch's doch. Ich will nicht. Du weißt doch gar nicht, was du verpasst. Na gut. Na, nicht übel, hm? Sie haben recht. Wirklich erfrischend. Und das hier auch. Die ist weg, reingelegt. Wir verlieren ihn. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Was isst du da? Mini-Numberos. Zahlen mit Zuckerkruste. Gut, versuche ich mal. Oh, das ist ja eine 3D-Brille. Heute ist wohl mein Glückstag. Kann ich mal sehen? Klar, am besten von deinem Platz aus. Wow! Weißt du was? Amüsier dich mit ihm.
Was isst du da? Mini-Numberos. Zahlen mit Zuckerkruste. Gut, versuche ich mal. Oh, das ist ja eine 3D-Brille. Heute ist wohl mein Glückstag. Kann ich mal sehen? Klar, am besten von deinem Platz aus. Wow! Weißt du was? Amüsier dich mit ihr. Also, Arthur, es ist ja nicht so wichtig, aber das Müsli habe ich gekauft. Also theoretisch ist das meine. Wie heißt das so schön? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, du behältst die und ich behalte die Dschungelszene in 3D auf der Packung, okay? Lass mich sehen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist selbst ohne so eine Brille lustig. Da ist eine kleine Dschungelkatze. Wow! Vielleicht können wir uns einigen. Oh, der Herr will was aushandeln. Keine Chance. Ich warne dich, ich zerfetze sie! Tu's doch, du Maulheld! Das reicht. Diese Dschungelszene wirst du in deinem Leben nie zu sehen bekommen, siehst du? Blöder Irrer, da hast du's, ha? Willst du ein Müsli, Schatz? Also gut, Mr. und Mrs. Heffernan, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Sie haben heute Abend sicher Besseres zu tun, als über Versicherungen zu reden. Ach nein, nur die Baseball-Meisterschaft. Genau gesagt, geht es auch nur noch um die Versicherung, die Sie bei Änderungen der Bauordnung schützen würde. Also, möchten Sie das oder nicht? Brauchen wir so etwas denn? Ich persönlich finde die Argumente dafür einigermaßen suspekt. Nun, ja oder nein? Na, da ist die Frage, wie suspekt die Argumente wirklich sind. Wissen Sie, ich würde sagen, in Ihrem Fall extrem suspekt. Da müssen wir uns wohl entscheiden, ob wir auf suspekt stehen. Wisst ihr was? Ich werde das mal kurz überdenken. Ja, ich werde es überdenken. Gleich da hinten. Also, Versicherung? Kaum zu glauben. Wie gerät denn so ein ausgeflippter Kerl an Versicherung? Wissen Sie, ich wollte einfach einen Beruf ergreifen, wo man unterwegs ist und Kontakt mit Menschen hat. Aha. Denn das ist etwas, das schon meine alte Großmutter immer gesagt hat. Na prima, ja, interessant, wunderbar. Also nun ja oder nein? Weißt du, da die Gründe für die Versicherung zwar gut klingen, aber zweifelhaft sind, sage ich, wir nehmen sie besser nicht. Finde ich auch. Na klasse. Lasst uns bald spielen. Was sehen wir uns denn da an? Indian River, Holzfällermeisterschaft. Jetzt kommt das Mastabsägefinale. Ah. Erst muss er auf diesem meterhohen Mast und dann mit der Kettensäge oben das Ende abschneiden. Punkte gibt's für die Geschwindigkeit und Kettensägetechnik. Mir ist schon klar, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, oder? Was sagst du? Das, was heute Abend passiert ist, es macht dir nichts aus, dass wir nicht wussten, was Suspekt bedeutet? Zuerst vielleicht, aber das habe ich überwunden. Siehst du, jetzt ist die Scheibe nicht gerade. Das kostet, dafür werden Punkte abgezogen. Ich sag dir was, Schatz, wir beide werden dumm sterben. Ah, so ein Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch. Hey! Doug, wir werden zu Idioten. Müssen wir denn wirklich immer die Glotze anhaben? Es gibt auch Ehepaare, die sitzen im Bett und lesen. Wen kennst du denn, der im Bett sitzt und liest? Mr. und Mrs. Walton? Dass mir nur die einfallen, beweist, ich bin ein Vollidiot.
Bist du nicht? Hör auf damit. So sollst du nicht reden. Ich liebe dich. Komm her. Oh ja, klar. Netter Versuch. Komm, gib mir die Fernbedienung. Kein Fernsehen. Doch, Fernsehen. Da komm, etwas mehr zu lesen würde uns doch nicht umbringen. Doch, das ist tödlich. Nein, Doug, hör auf. Tu so, als wäre ich eine Werbesendung und hör mir zu. Nur eine Minute. Was? Okay. Ich habe da eine Kollegin. Die und ihr Mann besuchen abends die unterschiedlichsten Kurse über ganz verschiedene Sachen. Nur um sich geistig fit zu halten, weißt du? Witzfiguren. Das sind keine Witzfiguren. Komm schon, sowas sollten wir beide auch tun. Ja, okay, gib mir die Fernbedienung. Ich mach doch her auch damit. Die Sachen mit, die du gern tust. Oh, na was denn? Zum Beispiel Sex. Als ob dir dieser Kuchen nicht auch schmecken würde. Ich bitte. Doug, ich gebe sie raus, wenn du versprichst, dass du einen Kurs mitmachst. Nur einen Kurs, einen Abend die Woche. Wenn wir zu schlau werden, hören wir auf damit. Okay, okay. Okay. Gib mir das Ding. Da hast du sie. Danke. Okay. Jetzt hat er sich einen Finger abgesägt und ich hab's verpasst. Na toll. Herr Fannen retourniert Janucci's Bälle sehr wacker. Siehe da, er schlägt sie ebenso hart und unerbittlich zurück. Oh, brillanter Passierschlag von Herr Fannen. Damit ist er der Sieger. Der Spielstand ist jetzt 6-4. Hey, Doug, wollen wir am Donnerstag pokern? Ich kann nicht. Carrie hat uns für so einen Abendkurs angemeldet. Der viktorianische Roman. Hey, klasse! Was soll denn das? Naja, sie hat rumgejammert. Während der Holzfällermeisterschaft und ich wollte die Fernbedienung wieder haben. Hey, wart's ab, das wird echt toll. Und unglaubliche Romane. Sturmhöhe, Test, dieser Thomas Hardy-Roman. Oh, sie haben alle eine solche Werf. Pass auf, ich werf dich gleich vom Sofa. Weißt du, vielleicht gehe ich mit euch mit. In diesen Volkshochschulkursen kann man sehr gut Frauen anbaggern. Selbst in diesem Weinprobeseminar hast du keine gekriegt und die waren alle breit. Ja, aber Bücher sind mir mein Milieu. Okay, noch mehr Französisch von dir und ich trete dir in den Hintern. Touché. Das war's. Nein. Das mit den Abendkursen war eine sehr gute Idee. Ganz ehrlich, alle Achtung. Hast du dich für einen Kurs entschieden? Ich schwanke noch. Entweder Salsa tanzen oder Notar werden leicht gemacht. Was denkst du? Kommt drauf an. Möchtest du tanzen oder Leuten beim Unterschreiben zusehen? Beides interessiert mich. Hey, würdest du bitte auf die Straße achten? Entspann dich. Tut mir leid. Der Kleine da drüben, der muss jetzt erstmal seine Hose wechseln. Hört mal. Ich glaube, ich nehme den Notarkurs. Die Menschheit braucht wirklich nicht noch einen Salsa-Tänzer. Spence, komm schon! Ist ja gut. Wiedersehen, Mom. Ich weiß nicht wann. Wir gehen vielleicht danach noch einen trinken. Ich brauche die Kapuze nicht aufziehen. Wenn wir um die Ecke sind, ziehe ich sie gleich ab. So sieht es also am Beginn des Jahrhunderts aus. Napoleon überrennt Europa. Demokratische Ansätze sind zerstört. Die industrielle Revolution verändert das Leben der Menschen von Grund auf. Und aus dieser Zeit des Umbruchs erwuchsen ein paar der größten Schriftsteller der Welt. Erkennst du Batman? Innerhalb einer kurzen Zeitspanne schreiben Leute wie Charles Dickens, Thomas Hardy, die Brontë-Schwestern, Jane Austen bis hin zu Henry James und Oscar Wilde. All diese Schriftsteller reflektieren auf ihre Weise die Moralvorstellungen und Konventionen ihrer Zeit. Aber ich denke, wir werden sehen, dass diese Moralvorstellungen auch oftmals in Frage gestellt werden. Hörst du? Er hat angefangen. Nun, weiter. Loslegen werden wir mit einer der unbestritten wohl interessantesten Autorinnen der Zeit, Charlotte Brontë. Das Buch Jane Eyre. Ich werde jetzt eine Liste mit 10 Diskussionsfragen zu Jane Eyre verteilen. Bitte lesen Sie das Buch, schauen Sie sich die Fragen an und wir sprechen darüber, wenn wir uns wiedersehen. Mir geht's gut. Eins kann ich euch sagen, Notar zu werden ist nichts für schwache Nerven. Nein, Sir. Was da gefordert wird. Und ein brutaler Wettbewerb.
Halt bitte mal an. Ich muss mal für kleine Rentner. Hättest du nicht eben gerade bei Spence gehen können? Da war es noch nicht dringend. Halt an, bevor alles unter Wasser steht! Schon gut, Dad. Da ist ein Schnellrestaurant. Lass dich nur nicht aufhalten. Okay, wenn ich gepinkelt habe, kann ich euch ein Softeis mitbringen? Nein, danke. Na denn. Das mit dem Kurs tut mir leid. Die ganze Rumblödelei war kindisch. Nein, vergiss es einfach, Doug. Du kannst nichts dafür. Es liegt an mir. Ach, echt? Naja, ich hatte diese dumme Vorstellung. Also, wir gehen in den Kurs, wir haben beide Freude daran und dann lesen wir mehr Bücher. Und irgendwann verbringen wir die Abende vor einem prasselnden Feuer im offenen Kamin und trinken Cognac. Und tauschen dabei gepflegte Bonbons aus. In Wirklichkeit scheitern wir schon am Buchstabensalat in der Rätselzeitung. Weißt du was? Ich verspreche dir, ich werde das Buch lesen. Nein, Doug, ich habe dir kein schlechtes Gewissen eingebracht. Ja, ich weiß. Ich will es selber. Ich will, dass wir es beide lesen und dass wir vor einem prasselnden Feuer darüber reden. Ich bin sicher, dein Vater liegt irgendwann eins. Du willst wirklich weiter in den Kurs gehen? Ja. Danke. Na klar. Schatz. Ach, nichts. Okay, Baby. Ich hab meine Leseausrüstung. Meine Ablage. Meine Mut zum Lesen-Lesezeichen. Und mein kleines Mini-Bücherlicht für unter der Decke lesen. Und? Buch. Sehr schön, Bubi. Okay. Wir beiden Hübschen und ein heißer Tanz mit unseren Büchern. Auf geht's. Kapitel 1. Ein Spaziergang war an jenem Tage nicht möglich. Wir waren zwar am Vormittag eine Stunde lang im kahlen Gebüsch gewandert, aber seit dem Mittagessen waren im kalten Winterwind so dunkle Wolken und ein so durchdringender Regen heraufgezogen, dass weiteres aus dem Hause gehen nicht mehr in Frage kam. Oh mein Gott! Keine Panik. Du schaffst das. Lange Spaziergänge hatte ich noch nie gemocht. Besonders nicht an eisigen Nachmittagen. Eis. Ich mag Eis. Warum tragen Frauen eigentlich immer einen BH? Nicht übel, wenn man mal angefangen hat. Ja, es ist, ja. Ach, ist er nicht süß? Er gibt sich solche Mühe. So ein lieber Kerl. Was wächst ihm denn da aus dem Ohr? Das war vor einem halben Jahr noch nicht da. Ich hasse dieses Buch so sehr. Ich hasse dieses Buch so sehr. Ich hasse dieses Buch so sehr. Ich tu so, als hätte ich Seite 1 durch. Unterschreib das. Der Unterzeichner liefert 15 Tonnen Holzwolle an die Mackenzie Navy Base in Bethesda, Maryland. Das ist eine Hausaufgabe für meinen Kurs. Ich muss das Notarsein üben. Gut, weil ich nicht so viel Holzwolle habe. Soll ich mich mal über deinen Shop lustig machen? Na mach, du unterschreibst ihn, während ich zusehe. Dann stempel ich ihn und trage das Ganze in mein Hauptbuch ein. Okay. Warte, ich bin noch nicht vorbereitet. Ich muss mich kurz lockern. Ah! Okay.
Gut. Würdest du wohl bitte zurücktreten? Alles klar, dann mal los. Okay? Oh mein Gott! Ich hab nicht zugesehen. Ich hab's verpasst. Vertrau mir, Dad. Ich hab den Vertrag selbst unterzeichnet. Wenn es eine Frage des Vertrauens wäre, bräuchten wir keine Notare. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Ich bin als Notar ungeeignet. Das ist nur was für die Jungen. Hey. Hi, Schatz. Wie kommst du voran? Gut, bin auf 418. Wow, ich bin noch nicht so weit. Ach, mach dich nicht fertig. Ist doch kein Rennen. Ich bereite nur kurz meine Diskussionsfragen vor, okay? Schön, dann bis gleich. Okay. Ich bin sowas von hinterher. Geht's um die Buchgeschichte? Ja, der Kurs ist morgen und ich bin auf Seite 2. Ich hab nicht mal verstanden, was auf Seite 1 steht. Warum sagst du Carrie nicht einfach die Wahrheit? Glaubst du, dass sie dich da nicht mehr ranlässt? Ich trau mich nicht, kapiert? Na, Freunde, läuft das Spiel noch? Ja, drittes Viertel. Erster Versuch und 10. Der Ball liegt auf der 22-Yard-Linie der Jets. Soll ich den Arm um dich legen? Entschuldige, bitte. Spence, hast du das Buch durch? Oh ja, ich hab's schon 3-mal gelesen, aber trotzdem sind mir am Ende wieder die Tränen gekommen. Ja, dann, wie wär's, wenn wir beiden unsere Notizen zu den Diskussionsfragen vergleichen? Hast du die schon fertig? Oh ja, ich hab 14 Seiten voller erstklassiger Beobachtung. Gleich hier. Toll, lass mal sehen. Warte, hast du denn auch das Buch gelesen? Klar! Lügen kannst du wirklich nicht. Dann hab ich's eben nicht gelesen, aber lass mich trotzdem sehen. Ja, komm bitte! Du kriegst meine Notizen nicht. Ich gehe. Ach, meinst du? Sehr erwachsen. Du machst das wie in der Schule. Willst du mir jetzt etwa die Hausaufgaben wegnehmen? Ich will die Notizen. Wie ich sie kriege, bestimmst du. Die Zeiten sind wirklich für immer vorbei, Doug. Deine Einschüchterungstaktik zieht nicht mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erwachsene Männer. Das ist nichts Persönliches. Es macht mir noch nicht mal mehr Spaß. Hilfe, Richie! Hey, Mann. Hol sein Pausenbrot. Okay, nun zur nächsten Diskussionsfrage. Ja, was symbolisiert die alte Kastanie, die vom Blitz getroffen wird? Vorschläge? Der Schlüssel fürs Klo hängt an der Wand. Nein, ich würde gerne die Frage beantworten. Klar, was soll's? Nun, ich würde meinen, dass die Kastanie gespalten wird, verweist darauf, dass die Liebe zwischen Jane und Rochester bald auf ebenso grausame Weise zerreißt. Und wenn das auch nicht zur Frage gehört, ich halte außerdem den roten Mond und den rasenden Wind für ominöse Vorzeichen. Denke ich mal. Eine schockierend schlüssige Antwort. So soll es sein. Also, das bringt uns zur nächsten Frage. Und zwar, warum hat sich Bronte wohl bei der Erzählung für Janes Perspektive entschieden, statt für die von Rochester, ja? So hatte sie wohl die Chance, ein bisschen autobiografisch zu sein, eigene Erfahrung einfließen zu lassen. Interessant. Ja, interessant, doch ein bisschen oberflächlich. Tatsache ist doch, Bronte verbrachte ein sehr klosterliches Leben. Klösterlich? Ein klösterliches Leben. Und der außerordentlich sinnliche Charakter von Jane Eyre war wahrscheinlich eine gewisse Befreiung für sie. Doug, ich kann nur sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Haben Sie sich früher schon mal mit dem Thema befasst? Nein, 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 nicht ernsthaft. Es ist wohl mein Milieu. Doug? Ja? Ich glaube, du hast recht mit dem, was du im Kurs gesagt hast. Womit? Damit, wie Jane Thornfield verlässt. Ich finde auch, es ist der metaphorische Verlust ihrer Jungfräulichkeit. Nur die Meinung eines einfachen Arbeiters. Lass mich was fragen. Was denkst du über Janes Wellensittich? Was soll der repräsentieren? Der Wellensittich? Ja. Nun, es war jemand, mit dem sie reden konnte. Und weiter denke ich, dass der Vogel, besser gesagt, dass er im Käfig sitzt, symbolisiert, wie eingeschränkt man im Leben ist. Es gibt keinen Vogel.
Buck, ich weiß, dass du Spence verprügelt hast, um seine Hausaufgaben zu kriegen. Er hat's dir erzählt? Ich mach ihn fertig. Nein, er hat's nicht erzählt, aber seine Mutter hat angerufen. Ich hätte es beinahe geschafft. Ich bitte dich, du hast nichts geschafft. Es war so offensichtlich, dass du heute Abend eine Show abgezogen hast. Ich meine, es haben doch nur noch Monokel und Talar gefehlt. Es tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Du hast neben mir gesessen, einen Abend nach dem anderen, hast umgeblättert, hast genickt, hast mit deinem blöden gelben Stift Zeilen markiert. Was hast du denn da gemacht? Meine Mahlzeiten geplant. Und eine Idee für ein neues Brettspiel habe ich auch noch gehabt. Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht, es war zu viel. Es ist nur ein Buch. Aber lesen kannst du doch. Nicht, wenn man mich zwingt, deswegen war ich so schlecht in der Schule. Immer war man unter Druck. Lies dies, mach das, antworte schon. Wenigstens habe ich dir zuliebe getan, als würde ich lesen. Das stimmt. Ich meine, da starre ich auf ein Buch, 2 Wochen lang. Und das nur, weil ich dich liebe. Die wenigsten Ehemänner würden das tun. Genau. Nur ausgesprochen gestörte Ehemänner. Du hast recht. Mag sein, dass ein solcher Kurs einfach nichts für uns ist. Ich meine, vielleicht habe ich es übertrieben. Und wir sollten kleiner anfangen. Ja, wir könnten doch Kreuzworträtsel zusammen lösen. Und nicht die Zeitung umdrehen, um die Lösung zu kriegen. Egal, was passiert. Ja! Also komm, kuscheln mit Mama. Okay. Das ist schön. Hey, kann ich dir mein Brettspiel erklären? Mhm. Es heißt Chermony und man kann es ab 6 Jahren spielen. Mhm. Mehr weiß ich noch nicht. Es geht los. Toll, hä? Wir heißen Tänzer und ein Bücher? Das war so eine reife Leistung. Ich weiß. Alles auf Anfang. Kann man die nicht nehmen?